RCL. Direkten Weg. Das würde gar nichts beweisen. Belassen wir es bei den bisherigen Methoden. Wie sieht's aus, Devin? Steven will, dass wir uns heute nach den Dreharbeiten alle zusammensetzen. Er und Ethan werden uns sagen, was auf den Bändern drauf ist, die wir bei CC und Mason eingeschmuggelt haben. Und, haben wir unseren Killer schon? Ethan glaubt ja, obwohl Steven da seine Bedenken hat. Ja, dann ist sein Favorit CC wohl aus dem Rennen. Das muss dich doch sehr beruhigen. Mason liegt jetzt ganz vorne. Was soll das? Ich will nicht irgendeinen Prügelknaben finden. Was mich interessiert, ist die Wahrheit. Nur nützt die Wahrheit Pressman nichts, wenn sie erst ans Licht kommt, nachdem das Todesurteil schon vollstreckt wurde. Nein, wir werden den Mörder vorher finden. Die Zeit läuft uns davon, und zwar schnell. Ich schlage vor, wir gestehen einfach unsere Beteiligung an dem Komplott und ziehen seinen Kopf aus der Schüssel. Nein, das ist auf gar keinen Fall. Sieh mal, angenommen, wir geben unsere Mitwisserschaft zu, würde es für uns einen ungeheuren Aufwand bedeuten, die nötigen Beweise zu erbringen. Abgesehen davon wäre auch noch Ethans Karriere beendet. Oh ja, ganz zu schweigen von seiner Affäre mit Shannon. Sie ist doch nicht etwa in die Einzelheiten eingeweiht, oder? Nein. Sie weiß nur das Allernötigste. Mit einem öffentlichen Bekenntnis würden wir den wahren Mörder unnötig aufmerksam machen und Gefahr laufen, dass wir ihn niemals zu fassen kriegen. Spielst du hier Poker? Spekulierst du auf eine Begnadigung in letzter Minute? Das ist ein viel zu hohes Risiko. Ich glaube, du scheust nicht das Risiko wegen Pressman, sondern eher wegen Kelly Capwell, die du verlieren würdest, wenn du ihren Bruder oder Vater belasten würdest. Wie gut kennst du mich eigentlich? Außerdem kann ich nichts verlieren, was ich nicht habe. Richtig. Ich bin froh, dass du das weißt. Weil sie nämlich für dich unerreichbar ist, Craig. Und weil du in sie so vernarrt bist, hast du den Grund vergessen, weshalb wir hier sind. Wir haben es zwar nicht geschafft, Cassie zu retten, aber wir könnten ihren Mörder zur Verantwortung ziehen. Reagieren Sie voller Empörung auf die Anschuldigungen Ihrer Frau. Sie sind außer sich, denn Sie wissen, dass sie die Wahrheit sagt. Also, es muss rüberkommen, dass Sie sich von ihr durchschaut fühlen. Es würde wahrscheinlich besser rüberkommen, wenn Sophia anwesend wäre. Wir drehen aber diese Einstellung ohne Sophia. Unsere Zeit ist knapp und die Aufnahme muss heute wir noch am Kasten sein. Nicht einmal eine einzige Probe! Keine Widerrede. Ich werde nicht länger darüber diskutieren. Die Szene wird gedreht, und zwar ohne Sophia. Sie wird mit Sophia gedreht. Danke, Ronnie. Ich werde jetzt übernehmen. Hör auf, ich verabscheue Heuchelei. Zeig mir, wie hämisch du dich freust. Es ist keine Häme. Ich bin dir wirklich dankbar. Es war sehr gewagt, groß und breit die Erklärung abzugeben. Ich könnte den Film ohne dich beenden. Nur in Wirklichkeit hätten mich ganz schön trübe Aussichten erwartet. Das zu hören hätte mir früher geschmeichelt. Jetzt beschämt es mich. Inzwischen kenne ich den wahren Grund, weshalb ich engagiert bin. Sophia. Was deine Arbeit betrifft, habe ich dir niemals etwas vorgemacht. Du bist unentbehrlich für diesen Film und genauso für mich. Selbst wenn die Umstände dagegen sprechen, hat sich nichts daran geändert, weshalb ich dich hier brauche. Das sind alles verdammt große Worte. Ich möchte nur, dass du verstehst, was ich meine. Auch wenn es dir schwerfällt, aber in dem Falle solltest du mir glauben. Ich kann dir schon deshalb nicht glauben, weil du nicht für dich selbst sprichst. Drei andere Männer sprechen. Was die anderen machen, kann ich nicht beeinflussen. Es tut mir leid wegen gestern. Ich möchte mich für Ethan entschuldigen. Das ist nicht nötig. Er hat die Karten auf den Tisch gelegt. Zumindest ein paar Karten. Und die Lösung werden wir dann in der letzten Szene erfahren. Stimmt's? Ja, so wird's sein. Ich wusste es. Ich sag dir was. Es ist mir ein Vergnügen, mitzuwirken und deinen Film zum Erfolg zu bringen, weil sich dadurch für mich die Möglichkeit ergibt, dich zu beobachten. Nur aus diesem Grund bleibe ich, wenn du die Schlüsselszene gedreht hast und herauskommt, warum du meiner Familie für etwas die Schuld gibst, das ihr nicht zuzuschreiben ist, werde ich meine ganze Kraft darauf verwenden, es zu verhindern. Na, freust du dich immer noch? Was ist mit Mason? Er war der Einzige, der etwas gegen Cassandra hatte, wie du weißt. Ich unterstelle ihm nicht, sie getötet zu haben und irgendjemandem das Verbrechen anzuhängen. Doch genau darauf wollten sie gestern hinaus. Sie haben mich damit genauso gemeint wie deinen Bruder. Daddy, kurz bevor Cassandra getötet wurde, gab es einen heftigen Streit zwischen ihr und Mason.
Ich habe sie weinen hören. Ich war in meinem Zimmer und starrte aus dem Fenster. Sie wussten nicht, dass ich zu Hause war. Er ärgerte sich schon von dem Tag an über sie, als sie zum ersten Mal das Haus betrat. Er war zu dieser Zeit sowieso sehr angriffslustig, weil er wieder an der Flasche hing und ich hatte nicht bemerkt, dass er Hilfe brauchte. Möglicherweise war er betrunken und deshalb so gemein zu ihr. Jedenfalls hat er versucht, ihr das Versprechen abzunehmen, irgendetwas nicht auszuplaudern. Ich weiß nicht, worum es ging. Sie sagte, sie würde ihn nicht verraten, aber sie wäre auch nicht bereit zu lügen, wenn sie von euch gefragt werden würde. Weil sie befürchtete, wieder ins Waisenhaus zu kommen, wenn sie lügt. Mason sagte, es wäre ihm egal. Er sagte, dass du schon zu viele Kinder hättest und dass er dafür sorgen würde, dass sie zurück ins Waisenhaus geschickt wird. Wenn sie nicht schwört. Sie hat nichts geschworen. Daraufhin drohte er, sie umzubringen. Schließlich lief sie weinend davon und er verfolgte sie. Hast du irgendjemandem davon erzählt? Nein. Der Gärtner Frank Pressman ging für den Mord ins Gefängnis. Ich habe ihn für schuldig gehalten. Es scheint dich nicht zu überraschen, was ich dir gerade über Mason und Cassie erzählt habe. Ich habe den Streit mit angehört. Ich bin ihnen nachgegangen, aber sie waren beide plötzlich verschwunden. Dann habe ich Pressman schreien hören und gesehen, dass Cassandra bei ihm war, die dann vor ihm davonlief. Als ich sie nicht finden konnte, sollte er sich auf die Suche machen. Er war der Letzte, der sie sah. Also hat entweder er sie umgebracht oder jemand, der so ähnlich aussieht. Kelly, wer es auch gewesen ist, dein Bruder hat nichts damit zu tun. Ich bin mir ganz sicher und möchte dich bitten, die Sache sofort zu vergessen. Was ist mit dir? Bist du in der Lage zu vergessen? Würde ich das etwa sonst von dir verlangen wollen? Vielleicht tust du es nur zu meinem eigenen Besten. Dazu besteht kein Grund. Du hast immer deine Gründe, Daddy. Denn wenn es darum geht, ein Problem zu bewältigen, versuchst du uns davon fernzuhalten und es allein zu bewältigen. Wie ist das? Müsstest du nicht zum Training? Ja, ich muss zum Training. Und darum gehe ich jetzt. Aber ich will diese Unterhaltung fortsetzen. Daddy, ich bin kein kleines Mädchen. Also hör auf damit, mich so zu behandeln. Dann sage ich dir ehrlich. Wenn du nicht pünktlich mit dem Training beginnst, fliegst du aus dem Team, verschwinde. Meine Stoppuhr. Ich habe sie genau hier hingelegt. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Stoppuhr gesehen. Ohne die Uhr kann ich nicht arbeiten, weil ich die Zeit für die Szenen bestimmen muss. Es ist zum Verrücktwerden. Ich kann hier nie irgendetwas finden. Brandon, vielleicht hat Phyllis sie irgendwo anders hingelegt, um sie für dich aufzubewahren. Sie soll nicht immer in meine Sachen gehen. Das ist furchtbar. Wenn ich mein eigenes Zimmer hätte, würde das nicht passieren. Ich hasse dieses Dreckloch. Was ist denn los mit dir? Das will ich nicht gehört haben. Was glaubst du, wird Mrs. Slade sagen, wenn ich ohne Uhr am Drehort erscheine? Dass das unprofessionell ist. Komm zu mir und setz dich. Na los. Ich weiß, dass die vergangenen Monate sehr schwer für dich gewesen sind. Und trotzdem hast du dich durchgebissen. Wenn du nur noch ein kleines Weilchen warten könntest, verspreche ich, ein wunderschönes Zuhause zu schaffen. Wie lange soll denn ein kleines Weilchen dauern? Es dauert so lange, wie es dauert. Ich habe keine Ahnung, aber du wirst es noch als Kind erleben. Hier, sieh mal, was da liegt neben dem Schrank. Meine Stoppuhr. Danke, Mom. Gern geschehen. Wollen wir gehen? Ich bin soweit. Was hast du schon wieder vor? Ach so, ich brauche die Taschenlampe für den Longridge-Keller, weil da noch ein paar Kartons von uns rumstehen. Und dort ist kein Licht. Ich hatte diese verdammten Kisten schon vergessen. Jedenfalls hat Mac den Schlüssel von Augusta besorgt und ihn mir gestern gegeben, sodass ich nachsehen kann, was wir von dem Kram da unten gebrauchen können. Was ist in den Kisten? Nichts Besonderes. Irgendwelche Sachen. Ich weiß selbst nicht mehr genau, was da drin ist. Sei froh, wenn ich heute da unten bin. Da hast du endlich mal Ruhe vor mir. Nicht, dass du wieder so aussiehst wie neulich, als du dort unten warst. So, als hättest du ein Gespenst gesehen. Weißt du was? Für jemanden, der es sehr eilig hat, redest du sehr viel. Na los, komm. Lass uns gehen. Der Mann ist, nach dem wir suchen. Er war noch ein Teenager, ein Kind, nicht sehr viel älter als wir. Glaubst du wirklich, dass er den Tunnel absichtlich hat einstürzen lassen und Cassie unter den Trümmern zurückließ? Jedenfalls halte ich es nicht für unmöglich. Also, ich glaube, du solltest dir erst mal die Bänder anhören. Na schön, angenommen, er hat's getan. Dann war es vielleicht nur ein Unfall. Und weil er Angst bekam, hat er es verheimlicht. Wenn wir ihn jetzt rankriegen, werden wir damit nicht Cassie zu ihrem Recht verhelfen. Barry, du und ich, wir waren ihre besten Freunde, richtig? Und wir ließen das Mädchen unter Tonnen von Geröll liegen, weil wir nicht wollten, dass irgendjemand was von den Sachen entdeckte, die wir gestohlen hatten. Und jetzt sind wir so verflucht selbstgerecht. Du scheinst in den vergangenen Tagen über dich nachgedacht zu haben, nicht wahr, Craig? Ehrlich gesagt, es überrascht mich sehr.
Ich hielt dich bisher für erfrischend selbstgefällig und außerdem für ein wenig unmoralisch. Ja, ich weiß. Ich bin in den letzten Jahren alles Mögliche gewesen. Und darauf bin ich nicht gerade stolz. Durch den Verlust von Cassie bin ich gefühllos geworden. Und dann wurde Ethan adoptiert und der Rest von uns trieb auseinander. Plötzlich war die große Ersatzfamilie verschwunden. Es hatte alles keinen Wert mehr. Also gingst du hinaus in die weite Welt und sahst dich nach einer neuen Familie um. So ungefähr. Von der ich dachte, sie hält garantiert zu mir, solange ich mich an die Regeln halte. Immerhin waren sie reich und mächtig. Durch diese Verbindung wurde ich plötzlich beneidet und gefürchtet. Meine ganze Fantasie drehte sich nur um eines. Tonell war mein Vater und Robert Barr mein Bruder. Das Casino war mein Heim. Es war wieder nur eine Scheinwelt. Ich erkannte, dass Barr mich gar nicht gebraucht hat. Es sei denn nur als ein Sprungbrett, das er benutzen konnte, um weiterzukommen. Tonell verschwand, ohne ein Wort zu sagen, und nahm sich das Leben. Und dann versuchte ich es mit meinem eigenen kleinen Spielcasino, das ich hochgehen lassen musste, noch bevor es fertig war. Wie du siehst, bin ich der geborene Verlierer. Wir waren alle vom Schicksal benachteiligt, Craig. Uns fehlte eine elementare Voraussetzung für ein sogenanntes normales Leben. Die Familie. Wir waren verloren. Wir fühlten uns unentwegt bestraft. Als wären wir Aussätzige, mit denen niemand auf der Welt etwas zu tun haben will. Nach Cassies Tod und dem Ende der Tafelrunde ließ sich niemand mehr an mich ran. Nicht mal Bobby. Ich hatte ihm nie vom Waisenhaus erzählt. Und die Mädchen? Ich habe sie gewechselt wie meine Unterwäsche. Ich habe keine von ihnen ernst genommen. Es waren so viele, ich erinnere mich nicht mal mehr an ihren Namen. Ich frage mich, ob das Gleiche auch für Kelly zutrifft. Nein, auf Kelly nicht. Gleich beim ersten Mal, als ich sie sah, war ich fasziniert, wie vom Blitz getroffen. Und ging es ihr genauso? Also am Anfang hat sie mich verachtet. Sie hielt mich für einen Unmenschen. Das kann ich ihr noch nicht mal übel nehmen. Ich war ja noch auf meiner Gentleman-Verbrecherschiene. Du weißt schon, ein Mistkerl war ich. Du kannst deine Vergangenheit nicht ändern. Ist das nicht genau das, was wir vier gerade jetzt versuchen? Ich persönlich werde meine Zukunft anders gestalten. Ich werde mit dem Trinken aufhören, nicht mehr in den alten Kreisen verkehren und mich darum bemühen, beruflich weiterzukommen. Tja, und was Kelly angeht, da hat es Momente gegeben, wenn wir beide zusammen waren und sie hat mir zugehört. Indem sie mich so ansah wie, so übel ist er nicht. Ich glaube, sie fing an, mich zu lügen. Ich hab's verhauen. Ich meine, nach der Party gestern Abend, schätze ich, sind wir wieder bei Null angekommen. Müssen Sie Ihren Kaffee unbedingt hier trinken, Mr. Hunt? Oh, hallo, Derek. Hallo, Augusta. Erstens ist er hier gut. Und zweitens trifft man hier nette Menschen wie Sie. Da haben Sie recht. Nur kann ich Ihre Sympathie nicht erwidern. Es ist mir viel mehr unangenehm, Sie hier zu treffen. Und hier sind nur Mitglieder erwünscht. Machen Sie eine Fliege. Stellen Sie sich vor, ich habe gerade heute die Aufnahmepapiere für Craig entgegengenommen. Das heißt, er ist schon so gut wie Clubmitglied. Wenn nicht gegen ihn gestimmt wird. Hier kann man sich nicht einfach nur einkaufen. Richtig, da fällt mir ein, Augusta, dass über Ihre Mitgliedschaft demnächst auch abgestimmt wird. Wann war der Termin? Naja, unwichtig. Ist ja nur eine Formalität. Sagen Sie, fühlen Sie sich in Las Vegas nicht viel wohler, wo die vielen kleinen Revue-Girls herumtanzen? Bis später. Ja, bis später. Sag nichts. Sag nichts. Ich weiß, ich habe mich wie ein dummes Huhn benommen, aber es ist sehr kompliziert, deine Vergangenheit zu vergessen, wenn sie ständig vor dir auf und ab marschiert. Weißt du, genauso hat Gina auf mich gewirkt, als Nein, ich in diese das Stadt... ist etwas anderes. Ich hatte einen klitzekleinen Fehltritt in einem ansonsten sehr vorbildlich geführten Leben. Ginas gesamtes Leben war Augusta, ein einziger Fehltritt. Ich schlage vor, dass wir schleunigst das Thema wechseln.
damit wir endlich gehen können zum Picknick. Ich bin sofort fertig. Das Einzige, was mich unheimlich ärgert, ist, dass ich nicht aus dem Club austreten kann, weil es hier weit und breit keinen anderen gibt. Dann mach doch deinen eigenen Club auf. Das wäre schön, aber mein ganzes Geld wird in das Haus fließen. Wenn ich baue, dann baue ich richtig. Das finde ich gut. Sicher wird es das prächtigste Haus von Santa Barbara. Wann soll es denn losgehen? Demnächst erhalte ich vom Architekten die Baupläne. Weißt du, ich würde mich freuen, wenn du einen Blick drauf werfen könntest. Darauf kannst du giften. Ich freue mich schon. Ah, unsere kleine Polo-Maus. Ah, hallo, Meg. Augusta, schön, Sie zu sehen. Und dir gratuliere ich. Das war eine Glanzleistung, Meg. Jemand, der so Polo spielt, vor dem habe ich alle größte Hochachtung. Dankeschön. Ach, wissen Sie, ob auf oder außerhalb des Feldes, er ist in jeder Hinsicht ein Genie. Wenn Sie das sagen, ich kenne ihn nur auf dem Feld. Ansonsten würde ich Ihnen sicher recht geben. Also, ich werde jetzt zum Training gehen. Wir sehen uns dann. Machen Sie's gut. Und fallen Sie bloß nicht vom Pferd. Also, so wie du dich manchmal aufführst, könnte der Eindruck entstehen, wir beide wären zusammen. Nun, ich wollte Gretchen nur darauf aufmerksam machen, dass sie eine verheiratete Frau ist. Und soviel ich weiß, ist ihr Mann sehr eifersüchtig. Das könnte Ärger bedeuten. Das heißt, du warnst mich? Nein, wie käme ich dazu? Nur ein kleiner Rat. Wie bedauerlich. Ich hielt's für einen Anflug von Eifersucht. Mich hältst du für eifersüchtig auf Gretchen? Unsinn. Ich bin der Meinung, dass du viel zu clever bist, um dich in eine solche Affäre verwickeln zu lassen. Warum hast du vor der Polizei gelogen? Ich habe nicht gelogen. Wen versuchst du zu decken, Harrison? Mein Gott, du glaubst tatsächlich, dass dein Sohn dieses unschuldige Kind getötet hat? Du bist verrückt. Ich bin nicht verrückt. Ich weiß, dass es dich quält, dass du nicht in der Lage bist, ihn genauso zu lieben wie deine anderen Kinder, nicht wahr? Du kannst nicht einmal seinen Anblick ertragen. So ist es doch, stimmt's? Aber das rechtfertigt noch lange nicht, dass du einen unschuldigen Menschen zur Verantwortung ziehst. Und wenn du jetzt nicht die Polizei anrufst, dann tue ich es. Warte einen Moment. Du wirst weder zur Polizei gehen, noch wirst du irgendjemandem erzählen, was hier gerade vorgefallen ist, weil zu viel auf dem Spiel steht. Ich warne dich. Du wirst dich da raushalten, Margaret. Denn wenn du es trotzdem tust, wirst du unsere Familie zerstören. Schnitt. Und kopieren. Das wär's, dankeschön. Du warst großartig. Danke gleichfalls. Wir brauchen nicht mal eine zur Sicherheit zu machen. Du warst fabelhaft, wusstest genau, was zu tun war. Ich bin Schauspielerin, deshalb wusste ich es. Aber das glaubst du mir nicht, stimmt's? Kannst du dich erinnern, du hast mir erzählt, als du ein kleiner Junge warst, hast du ganze Tage in Kinosälen zugebracht. Du hast ganz allein in der Dunkelheit gesessen. Und was sich auf der Leinwand abgespielt hat, war für dich realer als die Wirklichkeit. Aber heute bist du kein Kind mehr. Und die Szenen, die du dir ausdenkst, die dargestellt und gesprochen werden, sind nicht real, Steven. Die Wünsche deines Herzens, deine Vorstellungen, die flackernden Bilder, das ist nicht die Wirklichkeit. Ich bin nicht so weit entrückt, wie du denkst. Selbst wenn ich glaube, dass mehr Wahrheit in der Kunst liegt als in der Wirklichkeit. Ich möchte dir auf keinen Fall zu nahe treten. Aber es gibt zwischen uns Berührungspunkte und es lässt sich nicht bestreiten, was passiert ist. Das will ich auch nicht bestreiten. Nur deine Auslegung halte ich für falsch. Sie irren sich, Slate. Na, was sagst du? Ist das nicht herrlich? Es ist wunderschön hier. Es ist fabelhaft. Ja. Das hier ist ein fabelhafter Platz. Ein fabelhafter Tag. Fabelhafter Himmel. Eine fabelhafte Gesellschaft. Fabelhafte Melone. Das Leben ist einfach schön. Stimmt. Die einfachen Dinge des Lebens sind gewöhnlich die besten. Oh. Schon wird das Leben kompliziert. Ich habe doch das Messer vergessen, zu dumm. Sei unbesorgt, liebe Augusta. Auch für dieses Problem habe ich eine Lösung parat. Voila. Du bist der praktischste Mann, der mir begegnet ist. Der praktischste? Ist das etwa alles? Das war ein großes Kompliment. Du hast viele Vorzüge. Du bist attraktiv, humorvoll, clever und... Ja, wirklich, du bist süß. Warum bist du nicht mit einer hübschen Frau verheiratet und hast ein munteres Baby um dich herum? Augusta, ich war verheiratet. Knapp ein Jahr. Tja, wir haben geheiratet, aber wir waren beide viel zu jung.
endete damit, dass wir beide uns betroffen und verletzt fühlen. Es ist nicht zu fassen, wie schnell diese starken Gefühle, die du für jemanden entwickeln kannst, abklingen und erlöschen. Wo geht die Liebe hin? Ich glaube, sie spielt mit dir Verstecken und wartet darauf, dich zu überraschen, wenn du sie am wenigsten erwartest. Dann gibt's wieder das spezielle gemeinsame Lied, den besonderen Duft, alles, was du empfunden hast, als du das erste Mal verliebt warst. Du liebst noch deinen Mann, nicht wahr? Du hast nie aufgehört, ihn zu lieben. Lionel? Nun ja. Danke. Es war sehr anstrengend, ihm zu folgen. Und es war die Hölle, mit ihm zu leben. Unglücklicherweise hatte ich festgestellt, dass er ein Mann war, ohne den ich fast nicht mehr leben wollte. Wie auch immer, jetzt, wo ich den Konflikt gelöst habe, ist das andere Geschlecht einfach für mich tabu. Damit kann ich leben. Aber ich bin nicht verbittert deswegen. Das ist verrückt. Also, uns verbindet wesentlich mehr als nur Pferde. Plant ihr gerade euren Angriff auf die Capwells? Wenn du es genau wissen willst, wir unterhalten uns gerade darüber, wie wir uns vom Kinderheim aus die Spiele mit angesehen haben. Wir haben alles daran gesetzt, herauszufinden, wie wir auf die andere Seite des Zauns gelangen könnten. Ich glaube, du hast vielmehr alles daran gesetzt, deiner Missgunst nachzugehen. Angefangen bei meiner Familie. Das ist nicht wahr, Kelly. Ich würde sie gerne unter vier Augen sprechen, wenn möglich. Das trifft sich gut. Ich habe sowieso eine Verabredung. Bitte setzen Sie sich. Als ich Sie kennenlernte, war ich beeindruckt von Ihnen. Ich hielt Sie für einen Wohltäter, der Waisenhäuser errichtet und sein Vermögen dafür hergibt. Ein wahrer Held. Aber wissen Sie, was Sie wirklich sind, Derek? Sie sind ein Scharlatan und ein Feigling. Dann betrachten Sie die Angelegenheit mal von meinem Standpunkt aus. Oh nein, dazu werde ich mich sicher niemals herablassen. Sie sind hier aufgekreuzt und haben sich mit meinem Vater angefreundet, damit er in Ihre Falle tappt. Sie sagten, Sie würden sich um meine Familie Sorgen machen. Und Sie freundeten sich mit mir an und entlockten mir Informationen über meine Familie, um sie gegen Sie zu verwenden. Nein, Kelly, ich war immer aufrichtig zu Ihnen und Cici. Ich sorge mich wirklich um Sie. Immer noch. Aber ich habe mir auch um Cassie Sorgen gemacht. Wir alle, Derek. Und Sie und Ihre Freunde kamen mit der Anschuldigung zu uns, Casey getötet zu haben. Das ist, was für mich zählt. Wo sind Ihre Beweise dafür? Und wieso sind Sie noch nicht zur Polizei gegangen? Das würde ich gerne wissen. Nicht ich habe Sie angeschuldigt, sondern Ethan. Und ich distanziere mich deutlich von seiner Vorgehensweise. Oh, tatsächlich? Na, so ein Zufall. Hunt ist genau der gleichen Meinung. Ihr seid wirklich gut darin, den schwarzen Peter weiterzuschieben. Das habt ihr im Waisenhaus gelernt. Niemand ist verantwortlich und jedem tut es leid, nicht wahr? Ihr vier macht mich krank. Wenn du es trotzdem tust, zerstörst du unsere Familie. Schnitt. Und kopier. In Ordnung, so viel zu den Großaufnahmen, das wär's. Wir machen jetzt eine Mittagspause, vielen Dank. Und nach der Pause werden wir an der Strandszene weiterarbeiten. Okay, Pete, du kannst jetzt übernehmen. Es ist Essenszeit, Leute. Draußen ist ein Buffet angerichtet für diejenigen, die hier essen möchten. Und bitte seien Sie in genau 2 Stunden am Drehort. Bitte pünktlich auf die Minute. Erwartest du hier jemanden, Mami? Nein, wieso natürlich nicht? Es weiß ja auch keiner, dass ich hier bin. Hör zu, Brandon, ich schlage vor, du isst jetzt eine kleine Kleinigkeit. Mrs. Timmons ist dort, ist irgendetwas? Wir werden uns unten am Strand treffen, ja? Mrs. Timmons? Wir sind beauftragt, Ihr Auto zu holen. Was? Wer sind Sie überhaupt? Was fällt Ihnen ein? Es ist Folgendes. Sehen Sie, wir müssen es wieder einziehen. Sie haben die letzten beiden Raten nicht gezahlt. Tut uns leid. Ist nicht persönlich gemeint. Dann frage ich mich, wie es dann gemeint ist. Worüber regst du dich auf? Dieser verrückte Heini nimmt uns das Auto weg. Und was willst du dagegen machen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich dachte, ich läge nur mit einer Ratte im Rückstand, nicht mit zweien. Ich werde nie pünktlich zur Arbeit erscheinen ohne Auto und Howie wird mich rauswerfen. Wir werden das Geld zusammenkriegen. Nächste Woche bekomme ich wieder Lohn. Schätzchen, ich kann dir nicht dein schwer verdientes Geld wegnehmen. Ich gehe raus und rede mit ihm. Vielleicht lässt sich ja was machen. Ich komme mit. Nein, das ist nicht gut. Du wartest hier. Ich bin gleich wieder da. Was ist los? Sie nehmen uns das Auto weg, weil wir mit den Raten in Rückstand sind. Ihr werdet es zurückbekommen, glaubt mir. Na, hoffentlich. Ich gehe jetzt essen. Hör zu, Junge.
Wenn es irgendetwas gibt, was ich für dich tun kann, ich meine, wenn du ein Problem hast... Lass es, Sissi. Danke. Aber wir werden schon irgendwie zurechtkommen. Ich weiß, was du vorhattest. Tu es nicht. Ich bin gezwungen, rumzustehen und untätig mit anzusehen, was Brandon für ein Leben führt. Er wird es überleben. Vielleicht ist es sogar zu seinem Vorteil. So lernt er Werte zu schätzen, wenn er für sie kämpfen muss. Ja, mag sein. Das habe ich beim Mason versäumt. Er hat doch überhaupt keine Wertvorstellungen, so wie er aufgewachsen ist. Du scheinst dich schon wieder über ihn zu ärgern. Ich habe gedacht, dass ihr euch gestern ausgesprochen... Das war auch gut so. Er hat Cassandra nichts angetan, ich weiß. Er hat sich selbst um sein Leben gebracht. Das ist doch alles schon so lange her. Inzwischen hat er Frau und Tochter. Abgesehen davon, dass Steven ihn des Mordes beschuldigt, ist er glücklich. Es ist mir unglaublich schwer gefallen, diese Szene durchzustehen. Du warst wundervoll. Wundervoll, wie immer. Jammer schade, dass kein Publikum dabei war. Ja. Nachdem ich, wie es scheint, als Hauptverdächtiger ausgeschieden bin, hat er sich auf Mason festgelegt. Was bezweckt er wirklich? Er kann doch unmöglich denken, auf die Art ein Geständnis zu bekommen. Ich finde, wir hätten uns doch besser zurückziehen sollen. Nein, wir machen es richtig. Ich finde es interessant, wie er uns einschätzt und welche Vorstellungen er von uns hat. Ich kann es kaum erwarten, was es mit dem nächsten Kapitel von Lügen vor der Kamera auf sich hat. Gut. Wo treffen wir uns? In meinem Zimmer. Wann meinst du, kannst du kommen? Okay, wir sehen uns dann. Bis nachher. Warten Sie hier, weil Sie das Telefon benutzen wollen? Oder bloß um zu lauschen? Viel war nicht zu verstehen. Bis auf den Punkt, dass heute die Männerrunde bei Ihnen tagt. Und, worum geht's da? Oh, das wird sich erst herausstellen. Ich habe versucht, Ethan zu erreichen, aber er ist wie vom Erdboden verschlungen. Ausgerechnet er. Der Einzige, der weiß, warum Sie uns anklagen. Und der Einzige, der weiß, warum Sie die Behörden nicht informiert haben. Sie dürfen nicht vergessen, dass Ethan die Behörde ist. Aber er hat gestern keineswegs als Bezirksstaatsanwalt gehandelt. Nun, das ist wenig tröstlich. Das macht nichts. Ich frage mich, inwiefern das überhaupt legitim ist. Sagen Sie mir, Derek, warum ist er davon überzeugt, dass wir etwas über Cassys Mord zu verbergen haben? Ich habe das Gefühl, Sie und Ethan spielen die Nummer guter Bulle, schlechter Bulle. Er geht herum und klagt an und Sie sind der gute Kerl, der wieder vermittelt. Glauben Sie, auf die Art irgendetwas von uns herauszubekommen? Es tut mir leid, wenn das nicht funktioniert hat. Ist Ihnen schon mal in den Sinn gekommen, dass wir eventuell auch unschuldig sind? Ja, der Gedanke kam auf, doch wir haben ihn gleich wieder verworfen. Na endlich. Endlich geben Sie zu, dass Sie kein unvoreingenommener Beobachter sind. Ich kenne keinen Menschen, der sich selbst so unter Kontrolle hat wie Sie. Es ist erschreckend. Und ich kenne keinen Menschen, der so hartnäckig ist wie Sie. Dummerweise kommen Sie bei mir damit nicht weiter. Wenn Sie wirklich an der Wahrheit interessiert sind, fragen Sie Mason oder Ihren Vater. Hast du die herablassenden Blicke des Lipboys gesehen? Ich dachte schon, er würde uns nicht in den Fass lassen. Ja, aber als er dahinter kam, wen er eigentlich vor sich hat, fing er an, Süßholz zu raspeln. Naja, es ist ihm nicht zu verdenken. Schließlich sehe ich ja auch aus, als würde ich am Strand schlafen und nicht zur feinen Gesellschaft gehören. Ich weiß gar nicht, was du hast. Du siehst tadellos aus, Augusta. Du hast Format und Klasse. Du bist durch und durch eine Lady. Was ist das bloß für ein Tag? Ich fühle mich ganz wie in alten Zeiten. Wie waren die alten Zeiten? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du jemals anders warst. Ich war wilder und viel verrückter. Die meiste Zeit habe ich mich nur so treiben lassen. Weißt du was? Lionel und ich veranstalteten Fressorgien. Und dann fielen wir einander in die Arme und wälzten uns in vermanschtem Gemüse. Das hättest du sehen sollen. Und dann pflegten wir zu Silvester unsere Badewanne randvoll mit Champagner zu füllen und planschten darin wie die Wilden. Und dann hatten wir diese Phase der Wahrheitsfindung, die wir praktizierten. Wir hatten abgemacht, einander hundertprozentig die Wahrheit zu sagen. Hast du das getan? Niemals. Ich hatte heute wirklich eine Menge Spaß. Ich glaube, das hängt mit dem Gefühl zusammen, das du mir vermittelst. Und was ist das für ein Gefühl, das ich dir vermittle? Dass du keine falsche Rücksicht auf mich nimmst. Du bist kein bisschen anstrengend. Es gibt nicht viele Menschen, die mich kennen. Aber die, die mich kennengelernt haben, waren überrascht. Tja, so viel zu meiner Person. Wie denkst du über mich, hm? Du willst wissen, wie ich über dich denke? Na schön. Du gibst mir das Gefühl, als würde an jeder Ecke ein Abenteuer lauern.
Du bist so voller Lebenslust, Augusta. Klingt sehr anstrengend. Oh nein, es ist aufregend. Also, in welcher Sorte Gemüse hast du dich eigentlich gewälzt? Ah, Zucchini. Die Luft ist rein. Ach du meine Güte, wie sehe ich denn aus? Das ist ja ekelhaft. Na, wie war ich? Sie waren große Klasse. Wirklich wunderbar. Genau die richtige Mischung. Aus Härte und Fairness. Okay. Ist der Wagen wie vereinbart geparkt? Aber sicher. Darf ich fragen, aus welchem Grund Sie das tun? Natürlich dürfen Sie fragen, nur wundern Sie sich nicht, wenn ich es nicht verrate. Gehen Sie einfach davon aus, ich habe schon meine Gründe. Bis dann. Und vielen Dank. Sogar als Schauspielerin kann mir Sophia nicht das Wasser reichen. Ja, Sir, das ist richtig. Ich habe neue Informationen über den Pressman-Fall. Aber bevor ich fortfahre, muss ich sicher sein, dass ich dabei völlig anonym bleibe. Ich habe meine Anwältin gefragt. Sie hat mir gesagt, dass ich für meine Vergehen nicht verantwortlich gemacht werden kann, solange ich noch minderjährig war. Ja, das ist richtig. Aber ich würde gerne wissen, warum Sie so lange damit gewartet haben. Naja, über all die Jahre dachte ich, dass Frank Pressman schuldig wäre. Bis vor kurzem, als ich seiner Tochter begegnete und sie mir einiges erzählte, das nicht mit der Zeugenaussage vor Gericht übereinstimmte. Sie sagte, dass ihre Mutter gelogen hätte, als sie behauptete, ihr Vater wäre gewalttätig gewesen. Sie hat geschworen, dass er das nicht war. Und nach wurde mir bewusst, dass ich mich geirrt habe. Was haben Sie damals angerichtet? Es war ein Komplott. Ich fabrizierte Beweismaterial gegen Frank Pressman, um ihn festzunageln. Ich hasste ihn zutiefst, weil ich ihn für schuldig hielt. Cassie war meine beste Freundin. Wir lebten zusammen im Waisenhaus. Ich war davon überzeugt, Pressman war schuldig. Ich habe gehört, wie er sie angeschrien hat. Ich sah die blutige Schere in seiner Hand und ich sah das Blut auf ihrem Pullover. Ich sah sie davonlaufen. Ich wagte es nicht, irgendjemandem davon zu erzählen, weil ich dachte, man würde mir nicht glauben. Und er würde sich an mir rächen, also machte ich einen anonymen Anruf bei der Polizei und erzählte ihnen, sie sollten gegen Frank Pressman ermitteln. Ich sagte, ich hätte gesehen, wie er in jener Nacht ein großes Bündel über Bord geworfen hat. Und dann holte ich ein paar von Cassies Sachen und packte sie mit einem Stein in eine Tasche von Pressman. Ich warf sie so ins Wasser, dass sie ohne weiteres zu entdecken war. Daraufhin nahm die Polizei Pressman fest. Ich brachte den Mann mit meinen Lügen 20 Jahre hinter Gitter und jetzt soll er hingerichtet werden. Es ist durch nichts zu entschuldigen. Alles, was ich Ihnen dazu sagen kann, ist, ich war hysterisch, weil meine beste Freundin ermordet worden war. Ich wollte, dass jemand dafür bezahlt. Was geschehen ist, kann ich nicht ändern. Ich kann nur das Allerschlimmste abwenden. Mr. Hunt, woher soll ich wissen, dass Sie jetzt die Wahrheit sagen? Die Polizei hat in der Zeitung eine Beschreibung von Cassies Sachen abgegeben. Allerdings, ein paar Einzelheiten haben sie dabei ausgelassen. Der Pullover, er war kurzärmlich hellblau. Und
Der Anhänger, den sie getragen hatte, wo ein C drauf war, hing an einem goldenen Kettchen. Und der Siegelring, den sie an der rechten Hand trug, dem kleinen C in. Das C ist von mir eingeritzt. Hier ist der Generalstaatsanwalt. Hast du Lust, mit in den Club zu kommen? Ich dachte, du hättest heute frei. Ich will mir auch nur die neuen Pferde anschauen gehen. Willst du mitkommen? Na ja, warum? Oh, entschuldige mich bitte. Ich komme mit. Na fein. Mrs. Augusta Lockridge? Ja. Ein Telegramm für Sie. Danke. Gerne. Warte mal, du. Du musst ihm Trinkgeld geben. Danke. So, bitte sehr. Vielen Dank. Mein Gott. Was ist? Leiner. Er ist tot. Liebe und Leidenschaft, Intrigen und Hass. Wie es weitergeht, erfahren Sie schon morgen zur gewohnten Zeit im California-Clan. Hier bei RTL.